aufgepasst und zugefasst. Den Ford Focus mit 0% finanzieren. Jetzt in Ihrem Automobilforum Kuttendreier. Fünfmal in und um München. Just Drive. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute möchte ich mich mit dem ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden der Münchner und Oberbayerischen Jüdischen Gemeinde unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Schmiel. Grüße Sie, Herr van Hofen. Herr Schmiel, es ist natürlich wieder in den letzten Tagen, in den letzten Wochen große Unruhe im Nahen Osten. Inwieweit haben Sie als Mitglied der jüdischen Gemeinde hier in München gespürt, dass es aufgrund dieser Konflikte in Israel hier in München und auch in Deutschland für die jüdische Gemeinde anders geworden ist? Also ich glaube, ich bin mein ganzes Leben politisch aktiv gewesen und die Stimmung, die Emotion, die man in den letzten Tagen und Wochen mitbekommen hat, auch und vor allem hier in Deutschland auf den Straßen, ist eine, die einen erschrecken lässt, weil wir ja einer Generation angehören, die das Glück hatte, nicht persönlich betroffen gewesen zu sein. Es waren unsere Eltern und Großeltern. Und es ist schon eine Einmaligkeit der Ereignisse, die wir jetzt gerade erleben müssen. Wenn man sich anguckt, wie in Berlin demonstriert worden ist und wenn wir uns im Vergleich dazu anschauen, wie im vergangenen Wochenende hier in München demonstriert worden ist, dann haben viele einen Unterschied festgestellt. Zumal auch die Polizei mit den Menschen, die diese Demonstration organisiert haben, vorher ins Gespräch gekommen ist. Haben Sie das auch festgestellt? Das war sichtlich an den Bildern. Aber der Grundtenor bleibt eigentlich immer der gleiche und das ist das Erschreckende. Ich kann im höflichen Maß antisemitisch, anti-israelisch sein mit Anzug und ich kann es auf die barbarische und auf die simple und mobartige Art und Weise sein. Und der Unterschied spielt für uns als Betroffene überhaupt keine Rolle. Dass man die Dinge mehr im Griff hier in Bayern als in Berlin hat, spricht nur für die Erfahrung der hiesigen Beamten. Wenn wir uns mal angucken, was wir so täglich an Bildern aus dem Nahen Osten bekommen, haben Sie Verständnis dafür, dass es da in der Bevölkerung eben auch gerade, wenn man hört, wie viel Palästinenser auf der einen Seite diesem Krieg zum Opfer fallen und auf der anderen Seite den israelischen Truppen, wenn Sie dieses Ungleichverhältnis eben hier in den Medien und präsentiert bekommen. Ist es da gerechtfertigt, dass der eine oder andere sich Sorgen macht, dass es ein Ungleichgewicht ist, was da aufeinander prallt in Israel? Ja, natürlich ist es gerechtfertigt, wenn sich Menschen Sorgen machen in solchen Situationen, wo so viele Menschen sterben, unschuldige Menschen. Aber man darf ja nicht Aktion und Reaktion miteinander verwechseln. Also ich glaube, wenn wir die Bilder in einem Zweiten Weltkrieg sehen, wo wir uns Sorgen um bombardierte Städte gemacht haben, sei es hier in Deutschland oder in England oder anderswo, es gibt eine Ursache, die zu diesen Aktionen führt. Es gibt eine Verantwortung, die liegt bei den politischen Menschen, die sowohl bei den Palästinensern wie in Israel für ihre Bevölkerung zu sorgen haben und sie nicht auf einem Schlachtfeld der Ideologie opfern sollten. Israel führt ja immer an, dass es im Grunde genommen ein Kampf gegen die Hamas ist, also gegen den organisierten Terrorismus. Inwieweit ist das in der Bevölkerung, haben Sie den Eindruck, hier auch in Deutschland angekommen, dass das also kein Kampf in erster Linie gegen die Palästinenser ist, sondern eben ein Kampf gegen die Hamas, die auch von der deutschen Politik als Terrororganisation eingestuft wird? Ja, es gibt jetzt hier ein sehr asymmetrisches Bild. Wenn man sich die ersten Tage vergegenwärtigt, war die Berichterstattung sehr objektiv von den Bildern geprägt, dass vor dem Landeinmarsch der Israelis schon hunderte Raketen auf Israel niedergegangen sind. Und dann hat man Israel ein gewisses Recht der Selbstverteidigung zugestanden, auch wenn diese Raketen ihre Wirkung
aufgrund, man kann jetzt sagen, technologischen Wunders einfach nicht entfalten konnten. Dafür werden aber die Israelis, desto länger dieser Konflikt andauert, eigentlich zur Verantwortung gezogen, dass da jetzt auch nicht Tel Aviv oder Jerusalem oder Beersheba dem Erdboden gleichgemacht werden konnte, sondern dass der israelische Staat in vorausschauender Verantwortung dafür gesorgt hat, seine Bürger zu schützen durch diese Abwehrraketen. Denn man muss ja festhalten, dass weit über 2000 Raketen aus dem Gazastreifen auf israelisches Territorium geschossen wurden und die Abschussrampen eben von Schulen und Krankenhäusern umgeben sind. Diese neue Art des Kriegsführens in dieser brutalen Härte sozusagen für die Bevölkerung auch erst noch mal auch was Neues und muss deshalb auch noch mal besser kommuniziert werden, dass es eben keine andere Möglichkeit gibt für Israel, sich gegen diese Art von Kriegsführung zu wehren? Also man muss es so sagen. Es gibt einen sehr guten Ausspruch, den ich in den letzten Tagen von Henrik Broder gelesen habe, die Definition des Antisemiten. Ein Antisemit ist derjenige, der den Juden nicht das gleiche Recht einräumt, das er einen anderen eingeräumt hätte. Viele verfallen hier einfach unserer neuen Mediengesellschaft. Sie verfallen den Bildern, sie können gar nicht mehr unterscheiden. Sie können nur noch besorgt sein, sie sehen nur noch Bilder des Leides, und die gibt es ja, die sind ja nicht auszuradieren, das ist nachverständlich, aber sie sind nicht wie früher im Hinterfragen, sie haben kein Backgroundwissen, sie sind nur noch emotional geleitet, und dann kommen eben durch diese Emotionen auch sehr alt, schon überholt gedachte Ressentiments wieder hervor, und das ist eigentlich das neue Erschreckende, dass wir jetzt gerade als jüdische Gemeinde und Gemeinschaft in diesem Land und in anderen Ländern Europas und auf der Welt wahrnehmen. Da gibt es ja jetzt zwei Sachen. Auf der einen Seite, auch der israelische Botschafter hat so wieder dieses Gefühl gehabt von 1938, hat er zum Ausdruck gebracht, was man ja emotional verstehen kann. Aber es ist doch auf der anderen Seite völlig falsch, weil wir heute natürlich die Unterstützung den Juden gegenüber von der Regierung natürlich ganz klar haben und auch nachweislich, dass er da ist. Und 38 war ja sozusagen das Regime der Auslöser und derjenige, der die Juden verfolgt hat. Das ist korrekt, aber Sie haben es gerade selber sehr schön formuliert. Man hat so das Gefühl, dass die deutsche Regierung sehr politisch und sehr engagiert korrekt auch mit der Vergangenheit und mit dem Selbstverständnis, dass Israel ein integraler Bestandteil der deutschen Außenpolitik ist und der deutschen Verantwortung ist, dass diese Regierung, egal ob es eine linke, eine rechte, also eine konservative oder jede Art von Koalition ist, sich dessen sehr, sehr bewusst ist. Was wir aber seit Jahren und eigentlich schon seit einem Jahrzehnt erleben, ist, dass der stupide Antisemitismus, Ressentiments, sich immer stärker in weiten Teilen nicht nur der neuen Migrationsgesellschaft, also seines arabischstämmischen oder türkischstämmischen Moslems, manifestiert. Dort manifestiert er sich so, wie wir ihn heute wahrnehmen, dieses erschreckende Bild 1933, 1935, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft im intellektuellen Teil angekommen ist, dort akzeptiert wird und ein Bild dargestellt wird, das sehr, sehr nahe an dem ist, was damals über Juden gesagt und gedacht und geschrieben wurde. Und deswegen sehen wir natürlich nie in einer Verallgemeinerung, klar, das ist nicht zu vergleichen, aber in der Emotion, wenn man einen Mob auf der Straße sieht, ja, das ist so. Sie haben es jetzt gerade selber auch angesprochen, dieses importierte Antisemitische aus dem arabischen Raum, was teilweise hier eben jetzt so laut und präsent auf den Straßen ist, das ist ja etwas, was, da kann man vielleicht auch der deutschen Gesellschaft, wenn man es mal verallgemeinert, den Vorwurf machen, dass die Integration da eben nicht geglückt ist. Und dass wir da neu uns Gedanken machen müssen. Ich glaube nicht so sehr, dass man immer die Schuld bei den
bei der vermeintlich schlechten Integrationspolitik suchen muss. Man muss schon die Schuld bei den Menschen selber suchen. Wenn ich ein Interesse habe, mich zu integrieren, wenn ich ein Interesse habe, nach vorwärts zu gehen und die Werte des Landes oder der Kultur anzunehmen, in der ich lebe, dann bietet Deutschland hierfür die besten Voraussetzungen. Man muss sie wahrnehmen, man muss sie annehmen. Wir können niemanden zu seinem Glück zwingen. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Es wird immer wieder vorgeworfen, dass zu wenig getan wird. Ich würde es mal umdrehen. Auch die anderen tun zu wenig, um gerade solche Sachen zu verhindern, sondern sie lassen es zu, es wird beklatscht. Sie werden kaum in der islamischen Welt, kaum in der islamischen Gemeinde jemanden finden, der sich voll gegen diese antisemitischen und auch antizionistischen, anti-israelischen Meinungen wendet. Deshalb ist ja eigentlich immer schön, wenn man das Positive sucht und dann auch feststellt, dass es also gemeinsame Gottesdienste gab mit Berlin. In Berlin mit Moslems, Christen und Juden. Und dass eben also solche Dinge passieren, um einfach zu zeigen, wir müssen alle miteinander auskommen. Und dass man eben auch davon spricht und dem auch Anerkennung zollt. Nicht nur das. Ich glaube, dass man das weitaus höher bewerten müsste, sowohl mit der Zeit, die man der Berichterstattung da widmet, wie auch den Menschen und Organisationen, die man damit unterstützen kann, als mit den normalen, täglichen, faktischen Nachrichten. Ist der jüdische Mensch, der nicht in Israel lebt, eigentlich aufgerufen, immer hundertprozentig hinter dem zu stehen, was Israel tut? Die Frage ist, beantwortet sich eigentlich von selbst. Wenn man guckt, die größten Kritiker Israels sind meistens jüdische Kritiker. Israel ist eine pluralistische Gesellschaft, ist ein Nationalstaat und Juden ist eine Religion. Eine Religion ist nie verpflichtet, zu allem Ja und Amen zu sein. Was wir aber alle verpflichtet sind, ist dieses uneingeschränkte und unanfechtbare Existenzrecht des Staates nicht in Frage zu stellen. Und ich glaube, das verstehen die meisten Leute hier nicht. Es ist kein Krieg, den man verlieren sich leisten kann. Israel kann keinen einzigen Krieg verlieren, denn dann gibt es diesen Staat nicht mehr. Und das ist der wesentliche Unterschied zu allen Konflikten, die in Europa oder woanders meistens ausgetragen wird. Sie verlieren was. Sie verlieren ein Stück Land. Und dann können Sie sagen, tauschen wir. Was ich interessant fand, war bei dieser ganzen Recherche auch zu diesem Thema, dass ja 1917, als die Engländer sich im Parlament dazu entschieden haben, einen jüdischen Staat im Palästinenserland zu erlauben, dass da der Einzige, der dagegen gestimmt hat, ein Jude war und gesagt hat, das sollten wir uns nicht antun, weil dadurch wird der Antisemitismus in der Welt noch mal deutlich weiter entfacht. Sie können weitergehen. Also das war ja, Palästina ist genauso ein Gebilde eines Machtverhältnisses gewesen wie Syrien, Jordanien, Irak und andere Staaten, Saudi-Arabien, die ganzen Ölscheichtümer. Sogar der Gründer des Zionismus, Theodor Herzl, war sich am Anfang nicht so klar, wo eine Heimstätte für das jüdische Volk wieder etabliert werden sollte, damit man dem Antisemitismus begegnen kann. Nur am Ende ist es so, Judentum war immer in dem heutigen Israel, ehemaligen Palästina, verwurzelt. Es haben immer jüdische Menschen dort gelebt, auch wenn sie vertrieben wurden. Sie kamen immer zurück. Die Religion wurde dort eigentlich immer gelebt. Und es gab auch nicht so viele arabischstämmige Menschen dort. Der Kampf um ein Land ist etwas nicht Statisches. Das ist etwas, was sich bewegt. Wenn sich Nationalismen, wenn die aufeinander clashen, dann wissen wir in Europa aus sehr leidvoller Erfahrung, dass man eine politische Lösung finden muss. Wir könnten und konnten sie immer finden, weil wir was zum Tauschen hatten. Dort gibt es nichts zum Tauschen. Und wenn man sich das überlegt, solange die Palästinenser vielleicht ein minimalistisches Angebot einer Zwei-Staaten-Lösung nicht anerkennen, solange wird es keinen Frieden geben können. Denn die Israelis haben 1948 bei der Staatsgründung auch
ein minimalistisches Angebot angenommen. Und daraus hat sich was entwickelt. Und wenn man einer Entwicklung keine Chance gibt, in der man einfach absolut kategorisch das Existenzrecht des anderen verneint, über was wollen wir reden? Und ich finde es einfach schade, dass hier in Deutschland sehr viele Menschen besorgt sind, eine große Mehrheit garantiert auch nicht antisemitisch ist, aber sich sehr schnell in Richtungen bewegen lässt, die sie nicht hinterfragt und wo sie sich kein Know-how und eine eigene Grundlage dessen bilden, was wirklich geschehen ist und was geschehen kann. Würden Sie sagen, dass aufgrund dieser deutschen Geschichte, eben aufgrund des Holocaust, gerade in Deutschland die Bevölkerung sich zurückhalten sollte, gerade wenn es um das grundsätzliche Existenzrecht und über das grundsätzliche Existenz von Israel geht, gerade also wenn eine Hamas sagt, also wir wollen alle Israelis sowieso töten und ins Meer schmeißen? Ich finde die Fragestellung schon insofern für mich problematisch. Müssen die sich zurückhalten, um überhaupt dem Staat Israel Existenz zugestehen? Das fände ich sehr traurig, wenn das der Fall wäre. Ich fände es viel wichtiger, es gibt keine Bringschuld, es gibt eher etwa einen Lernprozess. Das, was uns passiert als Juden, das geht ja nicht nur gegen uns, das geht gegen ein Wertesystem. Und wenn die Menschen hier in Deutschland glauben, dass die Welt besser ausschaut, wenn es kein Israel gibt, dann müssen sie sich weiter so verhalten, indem sie schweigen. Terrorgruppen und die Hamas ist und bleibt eine Terrorgruppe. Der Nationalsozialismus ist und bleibt ein Terrorregime und ein menschenverachtendes, auch wenn er gute Sachen teilweise gemacht hat. Deswegen bleibt doch der Grundkonsens, bleibt doch schlecht. Und wenn das die Deutsche, und ich bin selber ja Deutscher, also wenn wir das nicht verstehen, dann wird es auch irgendwann für uns hier in Deutschland ein Problem. Und nicht in Israel und nicht in Palästina. Klar, und ich meine, man muss sich natürlich auch immer wieder vor Augen führen, was sozusagen die Kernaussagen von Hamas sind. Das ist sozusagen auf den Trümmern der westlichen Gesellschaft ihren Islamismus aufzubauen. Und hört das nicht bei Israel auf. Der ganze hier nicht bei Israel auf. Und wir haben es ja auch schon in den ein oder anderen Terroranschlägen hier in Westeuropa deutlich erlebt. Also dieser Kampf, den Israel dort führt, ist ganz sicherlich auch ein gesellschaftlicher Kampf von zwei Systemen, die gegeneinander konkurrieren. Ja, ich würde es jetzt nicht hochstilisieren zum Kampf der Religionen oder der Gesellschaften. Ich würde aber Folgendes sagen. Es gibt immer exemplarisch Beispiele, dass die Werte und Dinge, die wir hier im Westen oder in Deutschland als ganz normal betrachten, dort ganz anders betrachtet werden. Wir sagen, die Siedlungspolitik ist der Hauptbremser oder das Hauptargument, warum es keinen Frieden gibt. Wenn es mal ein bisschen anders betrachtet, ist es so, die Siedlungspolitik war noch nie ein Bremser. Denn Israel hat schon 2-3 Mal für Abkommen Land für Frieden hergegeben. Die Situation, die wir heute haben, kommt genau aus dieser Prämisse. Siedlungen sind auch nichts anderes wie im Moment Länder, die besetzt, nicht okkupiert sind. Also sie sind ja nicht annektiert, sie sind okkupiert, genau. Darüber kann man verhandeln, das ist doch ganz klar. Worüber man nicht verhandeln kann, ist, wenn man aus Gebieten rausgeht und dann daraus diese Exzesse passieren, wie wir sie heute erleben. Das palästinensische Volk in Gaza hat noch nie so gelitten, seitdem die Hamas dort eine selbstständige Regierung hat und seitdem Israel das nicht mehr besetzt. Und das muss man auch irgendwo abwägen. Deswegen heiße ich das nicht für gut oder für schlecht. Wir sind in einem politischen Prozess. Es gilt, diejenigen Kräfte zu unterstützen, die einen Frieden wollen. Und sei es mit den kleinsten Schritten. Aber unterstützen heißt auch, wir müssen sie schützen. Weil wenn ich heute von jemandem in Gaza verlange, gegen die Hamas aufzustehen, dann ist er morgen tot. Völlig klar. Also müssen wir auch die Wege finden, politisch, wie auch immer, denen einen Schutz zu geben. Im Westjordanland ist es ja ruhiger geworden. Die Fatah ist ja nicht mehr so aggressiv, wie es die Hamas gewesen ist. Auf der anderen Seite wird im Westjordanland immer noch weiter besiedelt. Und das ist natürlich für viele auch nur schwer verständlich. Zumal wenn die Siedler aus Amerika kommen und eben auch zu den, ich sage mal, zu den Extremisten, die es ja in Israel auch leider gibt, gehören. Unstrittig.
Es ist unstrittig, aber genau darüber wird gestritten. Und wie Sie vorhin gefragt haben und gesagt haben, die größten Kritiker kommen auch aus israelischer Seite oder sind Juden oder sogar Israelis. Und wenn man sogar heute sieht, in dieser pluralistischen Gesellschaft, es gab Demonstrationen gegen den Gazakrieg. Es gibt jeden Tag wieder Postings in den sozialen Netzwerken, wo viele sagen, ich kann mich damit nicht solidarisieren und ich finde es schrecklich, was ihr da macht. Nur, wer ist weniger schrecklich, wenn die 2600 Raketen ihr Ziel getroffen hätten und jetzt auch 20.000 oder 30.000 Israelis tot wären, wäre es dann weniger schrecklich? Ich glaube, diese Abwägung, die ist falsch. Es geht wirklich nur darum, wir können, wenn es einen Friedenswillen gibt, und ich glaube, da müssen die Länder außerhalb auch dazu gehören. Und da sehe ich nicht so sehr die Anstrengung, die unternommen wird. Hat Amerika da in Ihren Augen versagt, weil ich meine, das war ja nun auch unter der Obama-Regierung eins der wichtigsten Ziele, die man verfolgt hat, im Nahen Osten Frieden zu schaffen. Und wenn man jetzt Kerry sieht, wie er durch den Mittleren Osten oder Nahen Osten fährt und versucht, da irgendwas zum Frieden hin zu bewegen, und man sieht, dass die Amerikaner im Moment überhaupt nichts mehr zustande kriegen im Nahen Osten, dann ist das doch für die, die an Frieden in Israel sich wünschen, erschütternd. Also, ehrlich gesagt, es gibt ja niemanden auf der Welt, der eine leichte oder schwere Lösung hat. Und zu sagen, der hat versagt oder der hat Erfolg gehabt, das stimmt nicht. Sie sehen, wie schnell sich Situationen verändern. Vor 2 Jahren haben wir von einem arabischen Frühling geredet und gedacht, oh, jetzt kommt da was. Und heute reden wir von einem arabischen Schutthaufen im Prinzip, in dem sehr viel, was eigentlich Früchte hätte tragen sollen, schon wieder zerstört ist und eher noch extremer geworden ist, wie es war. Wir reden fast von einem Religionskrieg in der islamischen Gesellschaft zwischen Sunniten und Schiiten. Wo im Übrigen keiner demonstriert hier. Ja, das ist allen wurscht, ob da Hunderte oder Tausende abgeschlachtet werden oder fast 4 Millionen Frauen zur Zwangsverstümmelung ihrer Genitalien gezwungen werden sollen. Das ist mir sowieso zu hoch. Und ich glaube nicht, dass es ein Staat lösen kann wie Amerika. Ich glaube, da muss die Völkergemeinschaft schon gemeinsam auftreten und beide Parteien, wenn sie denn wichtig genug sind, was ich bezweifle, dazu bringen, dass sie was davon haben, wenn sie aufhören, sich zu hassen und zu bekämpfen. Und das sehe ich heute nicht. Ich glaube eher, die Palästinenser werden sehr stark instrumentalisiert. Sei es durch eine Hamas, das ja auch nur eine ideologische Bewegung ist, sei es durch Staaten wie Katar und Saudi-Arabien, die wir westlichen Staaten unterstützen, die aber Werte vertreten, die asymmetrisch und total gegen unsere eigenen sind, nur weil es wirtschaftliche Interessen so fordern. Also die Welt ist ein bisschen verquert, und wer bin ich, um da eine Lösung zu haben? Ich sehe nur so wie Sie, es ist quer. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Aufgepasst und zugefasst! Den Ford Focus mit 0% finanzieren. Jetzt in Ihrem Automobilforum Kuttendreier. 5-mal in und um München. Just drive! Also es ist ja doch interessant, man erlebt immer so gerade aus der jüdischen Gesellschaft bei uns in Deutschland, dass der Eindruck entsteht, die Medien berichten einseitig oder überwiegend pro Palästinenser, pro Gaza. Empfinden Sie das auch so, und wenn ja, warum? Das waren 2 Fragen. Gut. Ja, weil ein Ja wäre jetzt zu kurz gesprungen. Nein, also es ist so, ein Nein wäre auch nicht richtig. Es ist so, dass diesmal eine sehr differenzierte Berichterstattung stattgefunden hat. Generell würde ich sowieso nicht alle in einen Topf werfen. Aber die hat sich eigentlich mit jedem Tag, mit jedem palästinensischen Opfer und israelischen Nicht-Opfer, das ist, was ich vorhin gemeint habe. Wenn wir auf der israelischen Seite genauso viel gehabt hätten, wäre sie vielleicht anders abgelaufen. Aber sie hat sich insofern aus unserer jetzt natürlich subjektiven Sicht verschlechtert, dass im Moment fast allein nur noch Israel für all diese Bilder verantwortlich gemacht wird. Die Raketeneinschläge in Gaza gezeigt werden, aber kaum noch ein oder höchstens im Nebensatz erwähnt werden, wieder 80 Raketen an einem Tag rübergeflogen. Also wenn man dann sozusagen dieses menschenverachtende Bild der Hamas nochmal zeichnet, die also ihre eigenen Leute dorthin stellen, wo sie vermuten, dass die Israelis angreifen,
dann ist das ja eigentlich aufgegangen, um Israel sozusagen mit diesen Bildern natürlich ultimativ zu schaden. Die Hamas hatte einen guten Lehrmeister. Also die Propaganda des Nationalsozialismus ist, glaube ich, bis heute führend. Die hat noch keiner getoppt. Und ich glaube, die Hamas hat verstanden, dass sie den Krieg gegen den Staat Israel nicht gewinnen kann. Sie kann den medialen Krieg, den Krieg der Bilder, den braucht sie, den kann sie gewinnen. Dafür ist sie bereit, eine große Anzahl ihrer Bevölkerung zu opfern. Und ich sehe immer das eine Bild, Israel feuert Raketen ab, um seine Bevölkerung zu schützen. Und die Hamas verlangt von ihrer Bevölkerung, Kinder, Frauen und Unschuldigen, dass die Raketen schützen. Aber das ist ja nun auch über Jahrzehnte sozusagen in dieser Gesellschaft auch jetzt verankert. Also das Böse ist eben auf der anderen Seite von der Grenze in Gaza. Und das ist sozusagen auch über Jahrzehnte den Kindern auch beigebracht worden, das umzudrehen und da ein etwas Gemeinschaftliches zu schaffen, stellt eigentlich alle von uns vor ein großes Rätsel, wie sowas passieren kann. Aber da haben Sie genau den Punkt in die Wunde gelegt, Herr von Hofen. Solange es Menschen gibt, egal in Deutschland oder wo, die Organisationen unterstützen, die Hass predigen, die andere verachten oder sogar töten lassen wollen, und solange wir diese durch Demonstrationen oder was auch immer unterstützen, diese Art von Organisation, na, dann haben wir nichts Besseres verdient. Da sind wir nicht ohnmächtig, sondern wir sind Mittäter und mitschuldig. Wir sehen eben das Leid in Gaza, in der Bevölkerung, was aber durch die Hamas sozusagen initiiert wird. Und man hat eben das Gefühl, man muss da direkt helfen. Also menschlich natürlich total zu verstehen, aber diese Art der Kriegsführung ist eben einmalig. Die ganze Situation ist einmalig. Es gibt keine Sicht der Dinge und kein Volk auf der Welt, für die eigens eine UN-Einrichtung, die UNRWA, geschaffen wurde, um Flüchtlinge als Flüchtlinge zu halten. Jede Nation, jeder Kontinent hat Kriege hinter sich, hat Flüchtlingsströme hinter sich. Die Menschen konnten sich immer wieder neu eine Zukunft aufbauen und ein Leben aufbauen. Das ist der einzige Ort auf der Welt, wo unterstützt durch die Weltengemeinschaft ein ganzes Volk quasi in Sippenhaft genommen wurde und nicht von den Israelis, dass sie Flüchtlinge bleiben müssen. Was immer wieder gesagt wird, die Israelis sperren die Grenze, die Israelis machen keine Lieferungen. Ja, schauen Sie sich doch mal die Landkarte an. Gaza hat nicht eine Grenze nur zu Israel, sie hat eine längere oder ebenso lange Grenze zu Ägypten. Humanitäre Mittel und alles andere könnte dort wunderbar geliefert werden. Die Menschen könnten da auch raus, wenn sie wollen, aber anscheinend war und ist es nicht gewünscht, dass das gesehen wird. Die arabische Solidarität scheint sich ja jetzt auf Kleinststaaten zu konzentrieren, die Hamas finanzieren, also Katar zum Beispiel. Das zeigt auch, in welcher Welt wir leben. Wenn eine Staatengemeinschaft oder ein Ministaat wie Katar allein durch Geld einen solchen Konflikt erstens am Leben erhalten kann, indem er die Hamas jetzt sowohl mit Geldmitteln wie auch moralisch unterstützt und alle Großen daneben stehen und ein Vermittler wie Ägypten außen vorstehen muss, weil die Hamas nicht mit ihm redet, sondern mit Katar. Und wir beste Beziehungen mit Katar unterhalten, die quasi das Zünglein an der Waage sind. Lassen Sie uns noch einmal den Bezug zu Deutschland herstellen. Die Regierung, also Frau Merkel und auch der Bundespräsident, alle haben sich ganz klar hinter Israel positioniert. Das geht eigentlich durch alle Parteien durch. Es gibt nur in der Linken, da gibt es einen Teil der Linken, die das eben nicht so sieht, die also tatsächlich auch darüber diskutieren will. Es gab sogar einen Artikel in der Taz, wo man die Frage aufgeworfen hat, warum darf man eigentlich aus Deutschland heraus nicht über das Existenzrecht Israels diskutieren. Das ist aber, wie gesagt, also eine kleine öffentliche Minderheit.
da sieht man doch, dass sich hier Menschen einsetzen, die, die pro Israel sind, die also das, was man in diesen Teilen der Migrationsdemonstration eben nicht haben will. Ich glaube, es ist sehr unstrittig, dass wir in Deutschland eine politische Führung und einen Großteil der Menschen haben, die den Staat Israel als solches unterstützen, die nicht immer mit der Regierung des Staates Israel einverstanden sind, aber die dessen Existenzrecht und auch dessen Recht, seine Bevölkerung zu schützen, überhaupt nicht in Frage stellen. Das ist es nicht. Die Gefahr geht davon aus, dass sich immer mehr Stigmatismen wieder festsetzen. Das Stigmata des Juden, der die Welt beherrscht, dieser plumpe, dumme Antisemitismus, dem weder in den Schulen, das müssen wir auch sehen. Also ich kann sagen, ich habe sogar die Erfahrung mit einem meiner eigenen Kinder mal gemacht, dass die, wie sie noch in der Schule war, weinend nach Hause kam, weil sie von zwei türkischen und einem iranischen Mädchen angegangen wurden, was denn ihr Land wieder macht und Palästinenser umbringt. Und das hat in der Mitte unserer deutschen Gesellschaft, das darf keinen Platz haben. Egal, ob es heute Juden, Sinti, Roma, wer auch immer ist oder Bayern und Berliner, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so heftig, aber wenn wir diesen Ressentiments Vorschub leisten, indem wir sie nicht ganz massiv bekämpfen. Und das ist der Unterschied vielleicht auch zwischen der bayerischen Polizei und Berlin. In Bayern wäre das nicht vorgekommen, dass ein Polizist ihnen ein Megafon gibt, sondern er hätte die Demonstration wahrscheinlich aufgelöst, weil hier ein anderes Verständnis der Gewaltenteilung vorliegt. Ja, und wir haben anfangs darüber schon gesprochen. Ich finde das auch sehr weitsichtig, dass man also zu denen, die Organisatoren dieser Demonstration sind, dass man mit denen spricht und ihnen ganz klar auch die Grenzen aufzeigt, wie man demonstrieren kann und wie man eben nicht demonstrieren kann. Was ja auch ganz wichtig ist, dass man zwar vor der israelischen Botschaft demonstrieren kann, aber um Gottes Willen nicht vor einer Synagoge. Das ist schlichtweg Antisemitismus. Ja, und ich glaube, das ist jetzt auch nochmal der ganz klare Unterschied, den wir heute empfinden. Dieser Antisemitismus vor der Botschaft, oder dieses, man wird doch Israel noch kritisieren dürfen. Ja, man wird, wenn. Ich glaube, die meisten verstecken sich hinter diesem Mantel der Kritik. Diese Kritik ist mittlerweile schon in eine Delegitimation des Staates Israel ausgeartet. Also es gibt keine Grenzen mehr in dieser Kritik. So wie Sie sagen, ist ja nicht die erste Diskussion, wo man fragt, darf denn der Staat Israel überhaupt noch existieren? Wäre die Welt nicht eine friedlichere, wenn es ihn nicht gäbe? Und wenn wir hier gewisse Grenzen überschreiten, dann geht es ja nicht um Israel als Staat. Da leben 8 Millionen Menschen. Davon sind ungefähr 2,5 nicht jüdisch. Sondern und die kann man doch nicht einfach sagen, so und zack, das nächste Massenvernichtungslager. Und das sind so Punkte, wenn wir diese Grenzen hier nicht setzen, weil hier geht es uns was an, nicht dort. Sondern wenn wir so einen Mob auf der Straße skandieren lassen, was sie skandiert haben, dann versagen wir als Gesellschaft, in denen, und das hat nichts mit Integration zu tun, in denen wir allen Menschen, die hier leben, die Grenzen aufzeigen, die wir zur Verteidigung unserer Werte einsetzen. Und wenn wir das nicht tun, haben wir versagt, nicht die Integrationspolitik. Klar. Klar, aber es muss halt auch immer wieder auch vieles erklärt werden. Also gerade, was Sie von Ihrer Tochter erzählt haben, dieses, du bist jüdisch, also bist du doch Israeli. Ja. Das ist ja auch etwas, was viele nicht verstehen, obwohl es ja eigentlich so logisch ist. Es gibt ja auch Moslems, die in Deutschland leben und dann Deutsche sind und Christen, die in Deutschland geboren sind und dann eben Deutsche sind. Aber Herr van Hoven, genau das ist doch das Armutszeugnis. Wenn mich einer anredet und sagt, was macht ihr Israelis da unten, dann kratze ich mich kurz und sage, überlegen wir, ich bin als Kind in Israel geboren, ja. Ich bin mit einem halben Jahr nach Deutschland gekommen, bin hier aufgewachsen und bin auch mal nach Israel zurückgegangen, ins Militär, bin zurückgekommen und habe meine deutsche Staatsbürgerschaft vor über 30 Jahren angenommen und meine israelische aufgegeben, weil ich mich dazu entschlossen habe, hier zu leben. Und da, wo ich lebe, das ist mein Vaterland, das ist das Land, dessen Werte ich schätze, dessen Menschen ich schätze, wo ich meine Freunde und mein berufliches Umfeld habe. Wenn mich jetzt einer angeht und sagt, was macht ihr da drüben? Ja, wie soll ich denn? Ist das dumm? Ich glaube nicht, dass das dumm ist. Ich glaube, das ist ein ganz bewusstes Ressentiment, dass wenn wir uns zwar alle wünschen,
dass wir als Juden oder Andersgläubige angekommen sind, dass es bei einem großen Teil der Bevölkerung eben nicht angekommen ist. Und wie oft wollen Sie es erklären? Wir erklären es jetzt seit 69 Jahren. Wie oft, wenn noch nicht klar ist, ich bin Deutscher, aber ich bin Jude. In Amerika würde das keiner einem Juden sagen, nicht mal in Frankreich oder Italien. In Deutschland passiert es. Klar, klar. Also Amerika ist natürlich auch ein Land, wo Immigration in einer ganz anderen Dimension stattgefunden hat als hier. Da sind sie ja nun alle Immigranten sozusagen. Aber in Amerika ist es im Übrigen interessant, wenn man da die Leute fragt... I'm American and I'm Jew. Ja, nein, nicht I'm American, sondern I'm Irish, I'm yeah. Italian. Und wenn jemand jüdisch ist, sagt er, I'm Jewish. Das ist ja auch interessant, dass die Definition über die Religion kommt. Ja, aber er würde immer als erstes sagen, I'm American. Ja, ja, klar. Aber die Nationalität wird schon nach vorne gestellt, yeah, und dann I'm Jewish oder Irish oder Polish oder was auch immer oder Italian. Nur was ich meine ist, das hier ist eine ziemlich geschlossene Gesellschaft, Deutschland. Nicht so einfach, das aufzubrechen. Deutschland lernt gerade, also gerade wenn wir uns München angucken, also noch vor 20 Jahren, da sah das in der U-Bahn doch ganz anders aus als heute. Also ein Drittel der Münchner Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Ich persönlich bin auch, wenn ich ins Ausland gehe, egal ob in Israel oder wo auch immer, sehr, sehr stolz, dass ich hier lebe und wie wir hier eigentlich miteinander leben und untereinander leben. Deswegen auch dieses Erschrecken und dieses Bild, denn wir können nur Bilder haben von 1933, wenn so ein Mob auf der Straße diese Sätze und diese Statements skandieren kann, ohne dass irgendwas stattfindet. Und das ist das, was uns erschreckt. Und das ist auch, wo sehr viele der älteren Bürger, die Jungen haben das noch nicht so, glaube ich, verarbeitet und wahrgenommen, Angst bekommen. Die Jungen sind natürlich auch noch ganz anders, ich sage mal, integriert und in der deutschen Gesellschaft auch, ja, einfach integriert. Ich glaube, das ist das beste Wort dafür. Aber gerade wenn wir uns München angucken, dann stellen wir doch auch fest, ich will das in keinster Weise dadurch irgendwie kleiner machen, was da in Berlin und so passiert ist. Aber ich finde es auch immer schön, wenn man die positiven Sachen dann gerade in solchen Momenten auch nochmal nach vorne hebt. Also gerade was am Jakobsplatz passiert ist, diese wunderschöne Synagoge, die auch für München als Hauptstadt der Bewegung das sagt zum Beispiel der Christian Ude immer, das ist eins seiner wichtigsten oder wenn nicht überhaupt seine wichtigste Amtshandlung oder sein wichtigstes Thema gewesen, als er Oberbürgermeister war. Also da ist doch viel entstanden. Da ist mehr wie viel entstanden. Da sind, Und da haben Sie im Übrigen auch Ihren großen Teil dazu beigetragen. Ja, das war ein sehr starkes Team. Und vor allen Dingen, da hatten zwei große Menschen einen Traum, Frau Knobloch und Herr Ude. Und wir durften helfen, ihn zu verwirklichen. Sie sagen es. Also erstens, Bayern, mir san mir. Das ist schon richtig. Das passt. Aber es wäre schöner, wenn ein großer Teil von dem positiven Mir san mir auch in dem Rest der Republik ankommen würde. Und das Zweite ist, Sie dürfen überhaupt nicht unterschätzen, was dieser Bau am Jakobsplatz, dieses jüdische Zentrum in der Mitte der Münchner Stadtgesellschaft, eine Außenwirkung positivst auf dieses München hatte. Das ist eines der am meisten besuchten Städten in München, wenn Touristen kommen. Das zeigt nicht nur, dass wir ein Miteinander, sondern wir haben ein Untereinander. Wir sind nicht Mitbürger, wir sind Bürger. Und das ist das größte Geschenk, das meiner Meinung nach die jüdischen Bürger diesem Land gemacht haben. Nicht nur dieses Zentrum, sondern dass sie überhaupt da sind. Die Politik nimmt das wahr, aber ein Land kann nicht in einer Politik leben. Wir müssen schon von der überwiegenden Mehrheit, und ich sage ganz klar auch nach meiner Sicht, der große Teil der deutschen Bevölkerung, der möchte eigentlich in Ruhe und Frieden leben und ist nur erschrocken über Bilder. Aber wir müssen es schaffen, diese Vorurteile, egal gegen wen sie sind. Denn ich finde auch, wenn sie gegen die muslimische Gesellschaft wendet, dann ist die genauso verdammenswert. Aber die haben nicht die Geschichte. Und da wird es nie ein Ende geben. Und das muss man, glaube ich, auch, müssen wir alle verstehen, dass es also immer wieder viel Arbeit bedarf, Dinge zu erklären und auf Menschen zuzugehen. Und an dieser Stelle ist die Sendung zu Ende. Und ich glaube, ich spreche für viele, wünschen uns Frieden in Israel. Und für den Rest der Welt. Danke fürs Gespräch. Danke.
Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Aufgepasst und zugefasst! Den Ford Focus mit 0% finanzieren. Jetzt in Ihrem Automobilforum Kuttendreier. Fünfmal in und um München. Just Drive.